Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lars wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, das wir uns aus dem Shop kaufen können und zusätzlich noch um ein kleines Pad, das es dazu gibt. Und da gucken wir jetzt einmal rein. Wenn wir in den WoW-Shop gehen, haben wir dann unter Reittiere seit neuestem hier diese Kombination aus Pet und Mount. Und zwar gepanzerter Belagerungskodo und Schmetterhuf heißt das Ganze. Kostet 25 Euro, ist auch diesmal nicht in irgendeinem 6-Monats-Abo oder so drin. Also da müsst ihr tatsächlich blechen. Und wie die Dinger jetzt aussehen, würde ich sagen, gucken wir uns einmal an. Als erstes das Mount. Ihr seht, ich habe es mir eben geholt, ist einmal in dem Geschenk drin. Und da haben wir quasi dann einmal das Kodo. Da seht ihr es. Es hat so eine Panzerung obendrauf. Und sowohl ein glühendes Horn als auch quasi hier nochmal so eine Spitze mit dran. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Bisschen schade ist, dass wenn er den Kopf bewegt, dass es natürlich hier durch diese Panzerung durchgeht. Beziehungsweise durch dieses, was ist das? So eine Art Lanze oder so, die da montiert ist. Zusätzlich haben wir dann noch eine Trommel drauf und hinten am Schwanz hat er auch nochmal irgendwie so ein, ich weiß jetzt nicht, was das sein soll, aber auch nochmal irgendwie so ein Metallteil, wo er mit zuhauen kann. Also sieht ganz cool aus, das Mount. Ist halt ein Kodo, bin jetzt nicht so der riesen Kodo-Fan, aber sieht nicht schlecht aus. Genau, und zusätzlich gibt es dann noch ein Pad dazu und das würde ich sagen, schauen wir uns auch noch an. Das sollte eigentlich dazu passend sein. Genau, da ist das gleiche dann nochmal in einer kleinen Version. Vielleicht gucken wir es uns da oben an. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Pads da unten gescheit ins Bild zu kriegen. Hier haben wir quasi auch wieder dieses leuchtende rote Metallhorn. Der Schwanz sieht ähnlich aus, bloß wir haben keine Trommeln und natürlich auch keinen Sattel drauf. Und ja, ist ein ganz nettes kleines Pad plus das Mount, eine coole kleine Kombo. Ob das jetzt 25 Euro wert ist, das muss jeder selber wissen. Ich habe es mir jetzt gekauft, weil ich meine Collection-Sammlung quasi voll haben will. Unbedingt gebraucht hätte ich es nicht. Ich bin ja eh immer ein bisschen skeptisch, was Shop-Mounts angeht. Aber naja, für die Sammlung, was macht man nicht alles? Haut mir 25 Tacken raus. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Mounts so findet. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Mount-Guide-Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.